Hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator 2019 auf der Karte Revenport. Bis zum 13.10.2019 bewirtschafte ich die Karte Felsbrunn der Standardkarte mit einem kleinen Hof. Die Maschinen der Kategorie Kleinkompakttraktor wie auch der Arbeitsgeräte bis zu 6 Meter Arbeitsbreite waren mein Alltagsbegleiter für die Erwirtschaftung meiner Felder. Der Hof hatte Schafe, Kühe zu bewirtschaften, so dass als Nebenverdienst Milch- und Kühe-Produkte entstanden. Es wurden viele gemeinsame Lohnaufträge mit anderen Mitspielern absolviert, so dass wir ein regelmäßiges Einkommen hatten. Doch nach dem 13.10.2019 verkaufte ich alles und machte mich auf die Reise nach Revenport. Revenport an sich war eine sehr große amerikanische Karte. Hier war ganz klar, in welche Größenausmaße die Maschinen, Felder und der Bewirtschaftung zur Folge haben kann. Der Realismus auf dieser Karte setzt natürlich auch neue Maßstäbe, mit unter anderem dem Mod Position Farming, Season und vielen weiteren Mods. Wenn die Felder nicht fachgerecht bewirtschaftet werden, kann es dazu führen, dass je nach Fruchtsorte es einen Ernteausfall bis zu 15% ergibt. Auch die Arbeitsgeräte werden in dem Fall erst ab 12 Meter ins Spiel kommen. Alles, was darunter wird für kleinere Felder, würden sich auch lohnen. Aber was würden sie kosten? Welche Maschinen würden wir uns holen? Das alles in dieser Playlist bei LS19 bei der Karte Revenport.